willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es darum, Dinge, die man im Herbst gemacht haben muss. Und ich möchte euch heute eine kleine Inspiration geben, was man so im Herbst machen kann. Als erstes einen Kürbis schnitzen. Dafür habe ich mir erstmal einen Kürbis gekauft und habe den dann erstmal aufgeschnitten und habe alles, was da drin war, erstmal mit einem Löffel rausgekratzt. Dann habe ich einen Stift genommen und habe dem Kürbis Augen und einen Mund gemalt und habe das dann ausgeschnitten. Dann habe ich noch eine Kerze angezündet und habe die in den Kürbis reingestellt. Und schon war der Kürbis fertig. Zweitens, einen Herbstspaziergang machen. Schnappt euch einfach eure Hunde und geht raus in den Wald, querfeldein, einfach den Berg hochlaufen und einfach sehen, wie schön die Natur momentan aussieht, wie die grünen Blätter braun werden. Und es ist einfach extrem schön, die Zeit in der Natur zu verbringen. Und den Hunden gefällt das natürlich auch. Dann drittens Apfelleder machen. Ich bin erstmal raus in den Wald gegangen und habe Äpfel gesucht. Also die Äpfel sind alle selber gesammelt und habe die dann erstmal ganz, ganz klein geschnitten. Ich habe die Äpfel dann in einen großen Topf gemacht und habe die auf den Herd gestellt und auf einer ganz niedrigen Stufe mit einem ganz kleines bisschen Wasser gekocht. Da muss man immer schön umrühren und aufpassen, dass ja nichts anbrennt. Und dann habe ich, als es so einigermaßen weich war, einen Mixtopf genommen und habe alles in den Mixtopf gemacht und habe das klein geschreddert. Dann habe ich den Mixer angestellt und alles ganz, ganz klein gemacht. Dann war das richtig schön weich und flüssig und das habe ich dann auf ein Blech gegeben. Ich habe das dann alles schön gleichmäßig auf dem Blech verteilt. Ich hatte zwei Bleche gemacht, das reicht locker für zwei Bleche, wenn ihr einen ganz großen Topf macht. Und das ganz dünn und gleichmäßig verteilt, so sah das dann fertig aus. Und das kommt dann in den Backofen. Ihr könnt es auch normal stehen lassen. Ich habe es im Backofen auf Multiheißluft auf 40 Grad gebacken. Und das war da so 3 Tage drin. Wenn ihr es ohne macht, dann dauert das wesentlich länger. Und dann habe ich in der Zeit ein bisschen Apfelmus geschnuckt. Und das war nach 3 Tagen das Ergebnis. Es war fertig und es hat super lecker geschmeckt. Dann viertes, Walnüsse, Kastanien und Eicheln sammeln. Ihr könnt einfach in den Wald gehen und einfach mal gucken, was euch da so Essbares oder Nicht-Essbares über den Weg läuft. Die Kastanien könnt ihr dann am Wildpark bringen, die freuen sich immer sehr darüber. Und Walnüsse oder so könnt ihr natürlich selber essen. Ist auf jeden Fall echt cool, was man so alles in der Natur selber finden kann. Ihr könnt natürlich auch Pilze sammeln, wenn ihr euch damit auskennt, aber den Pilz zum Beispiel nicht, denn der ist giftig. Dann als fünftes eine Kürbissuppe machen. Es gibt ja momentan ganz viele Kürbisse und ich habe den Kürbis erstmal geschnitten und ein paar Kartoffeln dazu gemacht
und habe das dann alles in den Thermomix gemacht, Wasser dazu und habe es dann auf 100 Grad eine halbe Stunde kochen lassen. Als es dann fertig war, habe ich das alles in den Mixtopf gegeben, weil ich es nicht mag, wenn die Suppe so Stückchen hat. Und deswegen habe ich dann alles nochmal schön püriert. Als es dann fertig war, habe ich es mir auf den Teller gekippt. Achso, davor habe ich es noch gewürzt. Und habe ein bisschen Sahne dazu gemacht und Balsamico-Dressing. Und dann war es auch schon fertig zum Essen. Als sechstes habe ich Maronenessen aufgeschrieben, denn es gibt im Herbst Esskastanien, die könnt ihr natürlich selber sammeln oder im Laden kaufen. Auf die habe ich einfach ein Kreuz geritzt mit dem Messer, damit die so ein bisschen offen sind. Und das habe ich auf allen Esskastanien gemacht und habe die dann für 15 Minuten ins Wasser geschmissen, damit die so ein bisschen aufweichen und die sich besser zum Schluss schälen lassen. Dann habe ich die nach 15 Minuten abgekippt und habe die Esskastanien genommen und in die Heißluftfritteuse gemacht. Es geht natürlich auch im Backofen, aber in der Heißluftfritteuse geht es immer schneller. Und habe die da 15 Minuten drin gelassen und dann sahen sie auch schon so aus und waren fertig. Da musste man sie nur noch schälen und dann kann man sie essen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss! When it's good.